Hallo liebe Freunde, euch wieder einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gedacht, ich mache mal so ein kleines Video und zwar über dieses kleine Teil hier. Dieser Stift ist super dafür gedacht, so tiefere Steinschläge oder Steinschläge allgemein, Kratzer sehr schön rauszukriegen. Ich habe jetzt hier so einen, ich hoffe man sieht's, silbernen Seat Leon. Der war da hier hinten an der Seite. Hier hinten an der Seite relativ zerkratzt, gerade auch so in dem unteren Bereich hier. Und habe mir gedacht, probieren wir das Ding. Also ich habe ihn selber das erste Mal auch selber verwendet. Jetzt gleich mal aus und gucken, wie weit wir damit kommen. Habe so ein paar Szenen aufgenommen, die zeige ich euch, während ich jetzt so ein bisschen erkläre und sage jetzt auch fix was zur Vorarbeit. Und ich würde sagen, fangen wir mal an. Ja, das Auto erst natürlich einmal gewaschen, quasi in den Bereichen, wo die Kratzer sind. Ich habe das nur punktuell gemacht. Man sieht hier noch, dass er noch dreckig ist. Gewaschen, den Kratzer grob auf jeden Fall angeschliffen. Also quasi der Kratzer ging von der Seite der Tür bis hier rüber. Gerade in dem unteren Bereich, also hier. Sind auf jeden Fall noch, naja, ist auf jeden Fall noch zu sehen, aber seht ihr gleich. Ja, auf jeden Fall den Kratzer quasi angeschliffen. Erst 1500er, dann 3000er Nassschliff. Schon mal aufpoliert, um zu gucken, okay, wie tief sind die Stellen, wie weit kriege ich es raus. Dann hochpoliert wieder mit der Rupes Mini FG400 und danach mit einem weicheren Pad quasi nochmal den letzten Finish rausgezogen und dann erstmal entfettet, um zu gucken, okay, wie tief sind wir, was muss so ein bisschen beigespottet werden und dann gucken wir mal. Ja, was soll man sagen? Grundsätzlich ist dieses Teil extrem praktisch. Und zwar kommt hinten quasi Farbe rein. Das sieht in dem Video, wo ich euch jetzt gerade zeige, ein bisschen ja, stolperhaft aus, wie ich das mache. Aber so Kamera plus Fokus plus Lack in so einen Pinsel reinmachen, ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört. Ja, ist das Ganze erstmal drin, kann man wirklich die tieferen Kratzer super punktuell auftupfen. Also gerade für Steinschläge ist es natürlich wirklich der Hammer. Sieht nicht aus wie neu lackiert. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wahrscheinlich niemand von euch wegen einem Steinschlag die gesamte Haube oder Frontschürze oder sowas nachlackieren lässt. Also ich sage es mal, die wenigsten. Ja. Für Kratzer ist es auf jeden Fall wesentlich besser geeignet, wie wenn ich jetzt einen Pinsel nehme, einen Zahnstocher nehme und da dann irgendwie, ich sage jetzt mal so lapidar dann drüber mache. Also man kann damit wirklich wesentlich präziser arbeiten. Allerdings braucht man eine ruhige Hand. Muss man so sagen. Ansonsten wirklich, es lässt sich super, super machen. Habe ich Ihnen zwei Größen. Einmal, also in zwei Feinheitsstufen, sagt man, kann man eher dazu sagen. Der schwarze ist wirklich super fein. Ist ein bisschen fuckelig, aber da die Farbe rauszukriegen, das muss man mit ein bisschen Verdünnung dann quasi machen. Und der goldene ist so ein bisschen gröber und grob ist aber trotzdem immer noch super fein. Und dafür ist der jetzt eigentlich besser geeignet für das, was wir hier betreiben. Ja. Also man muss klar sagen, es ist nicht wie neu lackiert. Auf gar keinen Fall. Es sieht sauberer aus, wie wenn ich diesen Pinsel nehme, der quasi damit dabei ist bei dem Lackstift. Oder ob ich ein bisschen Verdünnung nehme, einen Zahnstocher nehme und dann austupfe. Ist einfach präziser, es ist feiner zu arbeiten damit. Insgesamt ist es auf jeden Fall eine super Sache. Er kostet gar nicht viel. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Ich blende den hier unten mal ein. Dann könnt ihr auch mal gucken. Und wenn ich ihn nochmal finde, tue ich den auch in der Videobeschreibung unten verlinken. Da ist auch so ein kleiner Reinigungs-Dingsbums mit dabei, wo man quasi die Tülle vorne reinigen kann. Und gekostet hat das Ganze 10 oder 13 Euro. Für die Geschichte auf jeden Fall eine super Nummer. Wenn ich ein Auto habe und es ist jetzt nicht gerade tiefster Winter wie hier, weil man sieht, dass das Dach gefroren ist, die Haube gefroren ist, die Scheibe gefroren ist. Das ist mir jetzt ein bisschen too much, aber an meinem eigenen will ich selber auch nochmal Steinschläge so ein bisschen ausbessern und mal gucken, vielleicht kriegt man ein schönes schwarzes Auto, wo man das sehr gut sieht. Dann machen wir da nochmal ein separates Video dazu, wie man die Steinschläge super gut ausbessern kann damit und ich würde sagen, ja, hat euch das Video gefallen? Nur ganz kurz, nur ganz knapp. Da wird auf jeden Fall noch ein intensiveres Video kommen, aber ich muss ihn selber erst ein bisschen öfters mal verwenden. Habe jetzt nur gedacht, okay, komm, ich benutze das Ding. Das ist so meine erste Erfahrung, die ich gemacht habe und gebe das gleich mal so wieder. Ja, in dem Sinne, macht's gut.
Tschüss.